erstes, was ist heute der Reiseplan, Reiseführerin? Als erstes gehen wir mal zu der Markthalle hier in Porridge. Die hat in Pula, die hat nämlich nur montags offen, am Wochenende zu. Also so eine historische Markthalle. Und dann fahren wir nach Porridge und dann so die Küste entlang wieder nach unten. Klingt nach einem Plan, klingt nach Schritten, klingt nach Bewegungsziel erreicht, laut Apple Watch. Hallo, ciao, bis gleich, bis später, bis jetzt. Noch irgendwas? Naja. War die Waschmaschine an? Nein. Warum leuchtet die dann? Keine Ahnung. Ich schwöre, das Auto ist noch zugeschissener als gestern. Alter, das Auto stinkt sogar nach Scheiße, Alter. Glaubst du das? Das bringt Glück. Das bringt Glück. Wo, in China oder was? Ja. Ja. So, jetzt gehen wir die ganze Scheiße hier mal abputzen, Alter. Eine Ewigkeit gedauert, bis wir so ein scheiß Center gefunden haben. So, das Auto ist wieder von der Scheiße befreit. Alter, war das zugeschissen. So, jetzt sind wir in Porridge angekommen mit dem Top-Parkplatz. Pizzeria habe ich eben erfahren. Wir gehen zu dieser Pizzeria mit dem größten Durchmesser, was weiß ich. Also auf jeden Fall kannst du dann eine Pizza für 8 Personen oder sowas bestellen. Da laufen wir jetzt hin, das ist noch 200 Meter in die Richtung. Und ich glaube, da kommen wir an der Riva vorbei. Und wir waren ja schon mal in Porridge. Aber definitiv nicht in diesem Ortskern, Ortsteil, wie auch immer. Wir waren außerhalb der Plava Laguna. Quasi, wo die ganzen Hotels stationiert sind. Deswegen ist das hier auch relativ neu für uns. Da kommt der Rest. Wenn sie dich geheiratet hätte, dann wird sie auch ins Irrehaus gehen. Naja, beruht auf Gegenseitigkeit. Nee, ich sowieso nicht. Aber vor 6 oder 7 Jahren wäre schon längst schon vorbei. Ich will nicht raten, so lange. Und da ist auch schon die Reklame. Pizzeria, Stari, Saloon, Porridge Center, 120 cm XXL, 200 Meter diese Richtung. Aber hast du vor, so eine große Pizza zu bestellen? Ja. Nee. Ja, nicht so ein Riesending. Ich hab grad, wir teilen uns alle eine. Okay. Kann man ja mit verschiedenen Belegen bestellen. Okay. You understand? I understood. It's for a little snack for lunch. We don't have any breakfast. We don't have any coffee. We just went out and quarrel. So I said. Die Destination ist gefunden. Stadi Saloon. Ach so, und da ist die gute Pizza. Aber ich sag mal so. So groß ist die nicht, gell? Nee, also die ist schon groß, ne? Die ist immer hier erstmal eine Hand, ne? Eine Hand im Vergleich. Aber die von Crescio sieht besser aus, ne? Sowieso, kein Vergleich. Aber da gucken wir mal, wie es ist. Und wie war der erste Bite? Okay. So, sollen wir schnell bewerten? Guck mal, da hängt der Käse dran. Oh, Käse. So, sollen wir schnell eine Bewertung machen? Also, ich gebe von dem Ganzen eine 7 von 10. Was? Eine 8 von 10. Geschmacklich top, aber Farbe war flop. Mama? Punkte. 8? Warum? Nur so. Aber wenn er 6 war, also ich gebe eine solide, also die Pizza war eine 8, aber der Service war eine 10. Wasser gebracht, Tabasco, ja, also 9. So, ganz kurz, die Jenny war lost, sie war nicht gesehen.
Jetzt kamen sie wieder mit einer Tüte. Luka Modric. Ist das krank, alle. Das ist immer die Korgi-Haarspange. So, jetzt sind wir hier in so einem tollen Kaffee eingezückt. Wow! Stracciatella-Kaffee, Creme-Schnitte. Oder wie heißt es? Ja, Creme-Schnitte. So, was ist das jetzt da? So, was haben wir hier jetzt? Welche ist zufällig? Irgendeine Church. Eine Church. Ich schwöre, das ist so glatt hier. Und hier unten ist, glaube ich, die Marina, oder? Wer ist das? So. Jetzt sind wir hier quasi in Brussa. Ja, aber die versteht ihr Leben, ne? Hey, guck mal, Bella. Er ist erst 17 Monate. So ein bisschen verspielt. Ja, so, ja. Schöne Schädel. Kannst du von mir mal so ein... Was wolltest du sagen? Mach mal ein Bild von mir. Oder block mal, ne? Also hier haben wir echt eine richtig schöne Strandbar gefunden, wie man das so kennt. Also muss sagen, das war schon ganz nice hier. Also hier in dieser Casanova. War schon echt nice. Jetzt fahren wir rüber nach Rovin, geht's jetzt. Oder wie der gepflegte deutsche Urlauber sagen würde, Rovin hier. Nach Rovin. Genau, anderes dran. So, Punktebewertung für den Beach Club. Also ich gebe definitiv 10 von 10. Tolle Deko, tolles Ambiente, auch eine tolle Getränkeauswahl. Also man konnte auch mal ein Ginger Ale trinken oder ein Cherry Blossom Tonic, was meine Mutter hatte. Das war auch gut. Ich hatte einen Cherry Vanilla Eistee, der war zu süß, ehrlich gesagt. Und mit Tee hat es auch nichts zu tun gehabt, aber es sah gut aus und geschmeckt hat es trotzdem. Ja, aber ich gebe 10 von 10. Du? 10 von 10, da kann ich nichts anderes behaupten. Mama? Ich kann auch nicht sagen. Die Deko gefällt mir, oder? Akt 9. Akt 9, okay. So. Buggy ist da. Warmes Wetter ist da. Jetzt sind wir hier in Rovin. In Rovin, ja? In Rovin gelandet. Hier soll es um 6 Uhr Bar geben. Schöne Strandbar. Felsenbar, direkt am Meer gelegen, an den Felsen, gucken wir mal, was so geht. Und ansonsten, ja, alles vom Feinsten. Die Regie hat gesagt, immer geradeaus. Dann laufen wir immer geradeaus, oder? Wie in der Fahrschule. Immer geradeaus, wenn der Fahrlehrer nichts sagt. Ne? So, wir sind jetzt hier in Rovin und hier ist ein Markt mit Honig und Olivenöl. Hier ist ein Domagoj und hier ist ein Harrison. Oh. Meine Mutter ist schon auf dem Weg da hoch und sie sitzt da. Sitzt da.
wieder essen. Yes, we have to go up there. Wir müssen da hoch. Ja? Achso, da können wir doch. Ja, ja, genau. Ja. Hier gehst du hoch, du kommst wieder raus, weil das ist der Ende. This is the sign of some place to happen. Yeah, country to summer club. Wie klang das schon mal so mäßig? Also, man muss sagen, die Locations sehen immer mega cool aus. Aber es ist schon unbequem. Ja, yes. Ich trinke so much water, the water is clear. Auf alle Fälle haben wir jetzt eben bestellt. Also, die haben ja, kein. Kein Kaffee, kein normale Cola. Du kannst quasi nur Alkohol bestellen oder Virgin, quasi ohne Alkohol. Und jetzt bekomme ich ein Virgin Cuba. Der Virgin Cuba ist einfach nur Cola mit Limette und Zucker, hier brauner Zucker. Und jetzt einmal angeschnallt, bitte, für 12 Euro. Das ist noch teurer als im Club. Aber die Jenny hat gesagt, man muss es auch mal, man muss sich auch mal gönnen, ne? Immer mal genießen können. Wunderbar, wunderbar. So, back on track und zwar genau zurück ans Auto in der Hoffnung, dass wir es wiederfinden. Irgendwie haben wir uns auch keine Wegpunkte gesetzt und da wir so verwirrt durchgelaufen sind durch die ganzen Gassen, gucken wir mal, ob wir es wiederfinden. Aber man muss sagen, der 12-Euro-Cocktail, 12-Euro Virgin Cuba hat mich schon wach gemacht. Kaka, machst du das mit Jakobsmuster? Felix, das ist weniger schreien, bitte. Also, was willst du da geschehen bei? Das sind Tagliatelle nach istrianischer Art. Und das sind smelly Trüffel-Tagliatelle. So, jetzt laufen wir zum Auto. Hier ist eine riesen Baustelle, das kann man schon mal sagen. Hier ist der Hafen. Vlog mal kurz hier weiter, jetzt sind wir hier schnell auf. Ja, wir gehen jetzt, was machen wir? Wir gehen in den Zoo. Barfleisch, also Fleisch für den Harrison. Und dafür gehen wir jetzt hier kurz in den Spar hier rüber war das, ne? Genau, das ist quasi hier die City Mall im Pula. Viel los, Leute fahren Auto, machen Bum Bum. Ja. Ja, und vorher noch ein Abstecher in der Spar. Natürlich muss Pipi sein. Aber nehmen wir gleich die große Flasche. Ha? Pipi, beste. Und was ist das hier? Paranciana? Boah, da unten gibt es auch Charape. Socne. Was ist das? Auf alle Fälle. Sowas fürs Auto haben wir schon. Ja. Und das hier noch. Schal. Was es da alles gibt. Aloe Pfannen. Gibt es ja einen Corgi. Nehmen wir Corgi. Vielleicht war hier der Corgi. Ja, maybe.
My best friend. So, jetzt sind wir hier im Zoo. Was bedeutet denn hier was? Ja, Rind und Gemüse. Und hier? Lampe. Jan, sagt man so, die. So, hier ein kleiner Snack auf schnelle Basis. Schöne kroatische Weißbrot mit Jetriner Pastete. Also, ja, Pastete halt, ne? So wie eine Art Leberwurst. Beste.